Jetzt ist die Zeit, das ist die Losung dieses Kirchentages und das erinnert natürlich ein wenig an den Zeitenwendebegriff von Kanzler Scholz und genau ihn erwarten wir jetzt auf einer Podiumsdiskussion hier in der Frankenhalle in Nürnberg auf dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag und ich gebe jetzt ab in den Saal dort. Thomas de Maizière, der Präsident des Kirchentages, spricht die Grußworte. Hast du da ein Buch? Kennst du das Buch? Ja klar, habe ich schon gelesen. Und sagt, ja, der Gedanke fand ich besonders gut. Also, wie das geht, ist mir schleierhaft. Das Zweite ist, manche sagen, er habe ein Kommunikationsproblem. Und ich kann nur sagen, wir waren lange Kollegen und haben in guten und schlechten Zeiten zusammengearbeitet. Und ich habe Olaf Scholz oft erlebt, natürlich auch voller Sorgen, aber lachend, fröhlich, ausgeglichen, schlagfertig, witzig. Und das gehört auch zu Olaf Scholz. Vielleicht ab und zu mal mehr zeigen. Und das Dritte ist, ich weiß, dann gehört die Bühne Frau Hildebrand und Herrn Scholz. Das Dritte ist, er wäre konfessionslos und so. Erstmal muss man sagen, Olaf Scholz ist getauft und war Konfirmand. Und wir sagen, was man bei der Taufe mitkriegt, das hält irgendwie auch für ein Leben. Aber darüber hinaus, wir haben nicht so viel Zeit, nicht so viel klatschen bitte. Dann ist er in der Tat aus der Kirche ausgetreten. Aber ich habe mich natürlich vorbereitet, will ich jetzt nicht vortragen. Die Rolle des Glaubens, die Rolle des Christentums, die Rolle der Kirchen in unserem Land mit all dem, was damit auch ein Problem, aber vor allen Dingen ein Schätzen verbunden ist, ist ihm wohl bewusst. Und das hat er oft gesagt. Vielleicht hören wir das davon. Daneben begrüße ich sehr herzlich Tina Hildebrand. Tina Hildebrand arbeitet seit vielen Jahren für die Zeit in Berlin als Leiterin Politik der Hauptstadtredaktion in Berlin. Und wir haben sie ausgesucht, weil es kaum jemand gibt, der mit so einem freundlichen Gesicht so schwierige Fragen stellen kann. Und ich hoffe, das machen Sie jetzt auch. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für diese wunderbare Begrüßung. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kirchentags. Herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. Herzlich willkommen, Olaf Scholz. Ich freue mich, dass wir uns heute ja an einem ganz besonderen Ort, in einer ganz besonderen Atmosphäre treffen. Ich bin gespannt, wie sich das auf uns auswirkt, wie sich das auch auf den Bundeskanzler auswirkt. Verzeihung. Wir haben nicht sehr viel Zeit, insgesamt 45 Minuten. Ich hoffe, wir können die gut nutzen und haben 45 Minuten vor uns, die informativ werden, vielleicht auch kontrovers, auf jeden Fall zum Nachdenken anregen und die uns auch ein bisschen einen Eindruck davon vermitteln, wie der Mann tickt, der ja doch einen ziemlich großen Einfluss auf unser aller Leben hat. Nur gibt es eine Fülle von Fragen, die man einem Bundeskanzler in diesen Tagen stellen könnte und auch möchte. Ich möchte aber mit Rücksicht auf die Zeit vor allem zwei Themen ansprechen. Ich glaube, das sind die Themen, die viele von Ihnen, von euch bewegen. Es sind Themen, die auch mit dem Motto dieses Panels zusammenhängen, gemeinsam gestalten in bewegten Zeiten. Und das sind die Themen, Sie ahnen es, der Klimawandel und was wir dagegen tun können, seine Bekämpfung und der Krieg in der Ukraine. Und das sind riesige Themen, der ganze Kirchentag handelt davon, auch unser Vorredner Friedrich Merz hat sich damit beschäftigt und wir können da nur einige kurze Impulse, glaube ich, setzen. Und deswegen setze ich auch ein bisschen auf Sie, liebes Publikum. Sie sehen hier auf der Bühne zwei Menschen, Melek Henze aus Köln und Jonathan Hunger, der aus der Schweiz zu uns gekommen ist. Und das sind Ihre Anwältin und Ihr Anwalt. Und die werden Ihnen dabei helfen, nachher Fragen an den Bundeskanzler zu stellen. Sie haben wahrscheinlich alle die App des Kirchentags auf Ihren Handys. Und darüber können Sie das machen, darüber können Sie Fragen dort stellen. Und wenn Sie die App nicht haben oder irgendwelche Probleme, dann gibt es bestimmt einen freundlichen Nachbarn oder eine Nachbarin, die Ihnen dabei helfen kann oder unsere
Anwälte. Herr Bundeskanzler, Sie, Herr de Maizière hat es erwähnt, Sie sind nicht der erste Bundeskanzler, der bei seinem Amtseid auf den Zusatz am Ende, so wahr mir Gott helfe, verzichtet haben, aber Sie sind der erste konfessionslose Bundeskanzler. Herr de Maizière hat es gesagt, Sie waren wohl mal evangelisch. Es ist gar nicht so einfach zu sagen, denn man findet dazu nicht sehr viel. Und ich glaube, wir müssten und werden es natürlich alle akzeptieren, auch ich, wenn Sie sagen, das ist eine Frage, die ist mir ein bisschen zu persönlich. Aber nachdem Thomas de Maizière nun die Steilvorlage geliefert hat und wir hier auf einem Kirchentag sind, denke ich, es ist eine Frage, die nicht nur interessant ist, sondern auch wichtig. Und ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich am Anfang einmal mit der Tür ins Haus falle und Sie fragen möchte, wollen Sie uns doch etwas darüber verraten, warum Sie der Kirche abhanden gekommen sind und wann das eigentlich war? Eigentlich nicht so. Immerhin, Sie sagen nicht nö. Ich will das auch ganz klar sagen. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, aber wie Thomas ja gesagt hat, ist es so, dass ich Konfirmandenunterricht hatte und ich zähle zu den wenigen Deutschen, die das Alte und das Neue Testament gelesen haben. Sehr gut. Haben Sie eine Lieblingsstelle? Nein, das kann ich nicht sagen, aber ich habe das wirklich mit großem Interesse getan und man merkt ja auch, wenn man das immer wieder erinnert, wie sehr ein großer Teil unseres kulturellen Lebens, unseres Denkens davon geprägt sind, denn das hat ja doch Einfluss genommen auf vieles, was wir denken und was wir machen. Und ich bin sehr geprägt von dem Denken, das damit verbunden ist, wie fast alle in unserem Land. Thomas de Maizière hat gesagt, was Sie auszeichnet als Bundeskanzler, Sie lesen unglaublich viel. Das ist ungewöhnlich. Gehört denn zu Ihrem Kanon, gehören da auch spirituelle Bücher? Ich lese philosophische Bücher. Und wie gesagt, ich habe mich immer wieder in meinem Leben mit Religion beschäftigt und tue das auch weiter. Okay, wir stellen fest, Sie sagen nicht nö, aber Sie wollen nicht so gerne über Religion reden, aber Sie reden sehr gerne. Aber eins doch noch als Ergänzung sagen, ich bin Kanzler aller Deutschen und für viele ist das religiöse Bekenntnis, auch die unterschiedlichen religiösen Bekenntnisse sehr, sehr wichtig. Und ich finde, der Respekt gegenüber dem Glauben der eigenen Bürgerinnen und Bürger gebietet, dass man nicht als Amtsinhaber sich damit in der Frage auseinandersetzt, wie das solche Fragen vielleicht provozieren könnten. Ich habe eine öffentliche Verantwortung auch zum Schutz des Glaubens. Und Sie haben dafür offensichtlich die Unterstützung des Publikums. Sie sprechen aber sehr oft über Ihren Amtseid. Den erwähnen Sie sehr oft und Sie haben das seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine besonders oft getan. Nun führt ja so ein Amtseid wie auch ein religiöses Bekenntnis nicht automatisch zu einer bestimmten Antwort. Man kann aus ihm und auch aus seinem Glauben pazifistische Positionen ableiten. Aber man kann auch die Entscheidung daraus ableiten, sich oder andere mit der Waffe zu verteidigen. Was bedeutet Ihnen dieser Eid? Und weil Sie ihn so oft erwähnen, wozu verpflichten Sie sich damit aus Ihrer Sicht genau? Ja, zunächst mal Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Aber ganz klar mache ich das ja nur sehr selten, dass ich darauf hinweise. Aber gerade dann, wenn es darum geht, dass Entscheidungen zu treffen sind, die man auch so verantworten muss, wie sie getroffen werden. In der Demokratie und in der Art und Weise, wie wir leben, ist es so, dass wir jeden Tag Kompromisse machen müssen. Und dass auch die politisch Verantwortlichen bedenken, was die einen dazu sagen und die anderen. Und auch nicht alles eins zu eins so tun, wie sie es selber richtig finden, in jedem Fall. Und zwar richtigerweise. Aber es gibt Fälle, wo man sagen muss, hier stehe ich und kann nicht anders, wenn ich das große Zitat benutzen darf. Und wenn es um Krieg und Frieden, um die Sicherheit unseres Landes, um den Frieden und die Sicherheit Europas geht, dann muss man Entscheidungen treffen, bei denen man sich genau darauf stützt, dass man das, was man richtig findet, tut und sich nicht davon abbringen lässt.
Sie haben sehr früh, nachdem dieser Krieg begonnen hat, oder diese verschärfte Stufe des Krieges, muss man sagen, auf das Dilemma hingewiesen. Je mehr Waffen man liefert, umso mehr sorgt man auch dafür, dass ein Krieg länger dauert, in dem jeden Tag Menschen sterben, auf beiden Seiten in dem Fall. Und je weniger Waffen man liefert, umso mehr hilft man einem Aggressor und umso größer wird möglicherweise das Risiko für die, die momentan noch im Frieden leben. Wie kommen Sie da raus oder wie kommt man da raus aus dem Dilemma? Oder haben Sie den Eindruck, nun dauert der Krieg schon über ein Jahr, dass Sie einem Ende dieses Dilemmas näher gekommen sind? Das Dilemma hat mich weniger umgetrieben, um ganz offen zu sagen. Denn natürlich weiß ich, dass wenn wir Waffen liefern, die dazu dienen, dass die Ukraine sich verteidigen kann, und das soll sie ja. Es geht darum, den ukrainischen Bürgern und Bürgern die Möglichkeit geben, die Integrität und Souveränität ihres Landes zu verteidigen. Und die Bedrohung, die dieser Krieg... Die Bedrohung, die von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgeht, ist unmittelbar offensichtlich, was die Ukraine betrifft. Aber sie ist für uns alle gefährlich, denn Russland hat mit seinem Angriff auf die Ukraine den Konsens der europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung der letzten Jahrzehnte aufgekündigt. Und dieser Konsens war, und wenn man Russland einmal ausnimmt, das ihn ja aufgekündigt hat, ist unverändert, dass in der Welt, in der wir heute leben und in unserem Europa, Grenzen nicht mehr mit Gewalt verschoben werden dürfen. Wenn alle, die sich für Geschichte interessieren, in Geschichtsbüchern blättern, dann finden sie tausende Gründe, warum die Grenzen, die jetzt gerade sind, nicht die richtigen sein müssten. Und wir waren jetzt gerade versammelt in Moldau bei einer Versammlung, wo 47 Staats- und Regierungschefinnen und Regierungschefs zusammen waren. Und wenn man das einmal ganz genau anschaut, da sind viele Grenzen, wo jeweils das eine Land im Hinblick auf das andere sagen könnte, 1500, 1600, 1700 waren die aber anders. Es ist und bleibt für den Frieden und die Sicherheit in Europa wichtig, dass wir zu diesem Konsens zurückkehren. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden und niemand ist die Einflusszone seines Nachbarlandes. Ihnen ist zu Beginn von Teilen der Öffentlichkeit, auch aus der Ukraine, auch aus Teilen der Medien zu große Zögerlichkeit vorgeworfen worden. Und Sie haben Ihre tastende Vorgehensweise immer damit verteidigt, dass Sie gesagt haben, wir müssen eine Eskalation unbedingt vermeiden. Und wir müssen auch Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Sie haben das vorhin gesagt, Sie fühlen sich allen Bürgern verpflichtet. Und es gibt und gab viele, die überhaupt nicht finden, dass Sie zu zögerlich waren, sondern ganz im Gegenteil sich große Sorgen machen. Aber inzwischen liefern wir diese Waffen. Wir liefern Waffen, wir liefern sogar die berühmten Kampfpanzer Leopard, wir liefern schwere Waffen wie das System IRIS-T und vieles mehr. Ist denn die Eskalationsgefahr aus Ihrer Sicht heute größer oder kleiner als zu Beginn des Krieges? Unverändert bleibt es unsere Aufgabe, zu verhindern, dass der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, eskaliert zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Das wäre wahrscheinlich nicht nur das Ende Europas, sondern würde für die ganze Welt furchtbare Konsequenzen haben. Und in diesem Punkt haben wir es ja geschafft, auch mit der chinesischen Regierung eine einvernehmliche Stellungnahme abzugeben. Atomwaffen dürfen nicht benutzt werden. Und das ist dann auch in die Statements der G20 und anderer eingeflossen. Also die Aufgabe, eine Eskalation des Krieges zu einem solchen Krieg zu verhindern, bleibt unverändert. Und deshalb war es und ist es richtig, dass wir bei allem, was wir tun, abgestimmt handeln, dass wir vorsichtig und sorgfältig jeden einzelnen Schritt überlegen und dass wir keine Alleingänge machen. Und diesem Prinzip haben wir uns von Anfang an bis zur jetzigen Zeit verpflichtet gefühlt, aber auch die Ausweitung unserer Unterstützung in finanzieller, in humanitärer Hinsicht, aber auch was Waffenlieferung betrifft, ist genau immer entsprechend dieser Maxime erfolgt.
Jetzt ist Deutschland nach den USA das Land, das die meiste Unterstützung in allen Kategorien zur Verfügung stellt. Und wir haben es eben aber, indem wir es so machen, geschafft, dass diese Eskalation, über die ich hier konkret geredet habe, nicht passiert ist. Das ist das Verdienst dieses vorsichtigen Vorgehens. Und meine Hoffnung ist, weil wir das so gemacht haben, können wir auch diejenigen vielleicht überzeugen, die skeptisch sind, ob wir überhaupt liefern sollen, und diejenigen dabei haben, die immer ein bisschen mehr wollten, als was wir gemacht haben. Es kommt schon darauf an, dass man abgewogen, sorgfältig, überlegt handelt und darüber auch das Vertrauen in die Richtigkeit des Handelns gewinnt. Und haben Sie das Gefühl, dieses Vertrauen ist gewachsen? Sie konnten diejenigen überzeugen? Mein Eindruck ist schon, dass dieses Vertrauen sehr groß ist und dass das auch dazu geführt hat, dass ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger den Kurs der Bundesregierung jetzt unterstützt. Und der wird ja auch nicht mehr sehr viel in Frage gestellt. Nun wird da hier aus dem Publikum von hinten der Ruf aufgebracht: Verhandeln, verhandeln, Herr Scholz. Und ich will was dazu sagen. Verhandeln ist okay. Die Frage ist, wer verhandelt mit wem und worüber. Und was nicht vernünftig ist, die Ukraine zu zwingen, dass sie akzeptiert, dass der Raubzug, den Putin dort gemacht hat, sanktioniert und akzeptiert wird. Und dass ein Teil... Und dass ein Teil des ukrainischen Territoriums einfach Russland wird. Das ist nämlich in Wahrheit der Plan von Präsident Putin. Wer seine schriftlichen Äußerungen, seine Reden verfolgt, der weiß, er hat das genau vor. Er will erneut ein russisches Imperium errichten. Und er findet, dass sein Land nicht groß genug ist. Und die Ukraine und Belarus sind eigentlich aus seiner Sicht, wie er Riebe immer wieder gesagt hat, Teil von Russland. Und das will er mit einem Krieg durchsetzen. Und genau das darf nicht gelingen. Herr Bundeskanzler, wir wollen ja über Gestaltung sprechen, über Möglichkeitsräume. Und das ist ja auch das, was hinter denen, was das Bedürfnis derer ist, die jetzt da rufen. Haben Sie solche Möglichkeitsräume? Können Sie eigentlich handeln? Verhandeln war das Stichwort. Können Sie handeln? Können Sie einen Einfluss darauf nehmen? Schlicht gesagt, die Frage, die alle beschäftigt, wie kann dieser Krieg enden? Wie kann man darauf hinwirken? Ich habe ja immer wieder mit dem russischen Präsidenten gesprochen, nicht nur vor dem Krieg, sondern auch seitdem der ausgebrochen ist, oft sehr lange. Und ich habe auch, wenn ich das jetzt länger nicht gemacht habe, vor, das einmal demnächst wieder zu tun. Aber klar muss in all diesen Gesprächen immer sein, dass es eine Voraussetzung gibt dafür, dass ein fairer Frieden zwischen der Ukraine und Russland verhandelt werden kann. Und diese Voraussetzung ist, dass Russland Truppen zurückzieht. Das ist das, was verstanden werden muss. Ich hätte noch viele andere Fragen dazu, aber ich würde schon gerne noch auf das zweite Thema kommen, das ich auch angekündigt habe und das, glaube ich, auch sehr viele beschäftigt. Sie haben ja nachher auch Gelegenheit, noch Fragen dazu zu stellen. Ich denke, da wird es einige geben. Sie sagen auch beim Thema Klima, wir müssen die Menschen mitnehmen. Kritiker sagen, Klima, das ist kein Thema, sondern das ist ein Zustand. Und deswegen haben wir anders als bei anderen Themen keine Zeit. Weil alles, was wir jetzt nicht machen, heißt, es wird später heißer, härter, ungerechter. Haben Sie manchmal Angst, dass wir es nicht schaffen, dass wir diese Zeit nicht haben, dass wir nicht schnell genug sind? Ich sehe den Oberbürgermeister der Stadt und war ja selber einmal Bürgermeister. Deshalb finde ich, gehört zu jeder Politik auch immer das Gefühl, praktisch zu handeln. Und wir haben uns ganz konkret vorgenommen, dass wir 2045 CO2-neutral wirtschaften wollen. Als heute viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, als eines der erfolgreichsten Industrieländer, bin einen großen Teil unserer Energieverbräuche, unserer fossilen Ressourcen, die wir einsetzen, ist ja gar nicht fahren und heizen,
sondern das sind ja industrielle Prozesse, Energieerzeugung und alles, was damit zusammenhängt. Das in so kurzer Zeit, das sind jetzt noch 22 Jahre bis 2045 zu schaffen, das ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Eine so große industrielle Mobilisierung hat in Deutschland zuletzt Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden mit dem industriellen Aufstieg Deutschlands. Und das, glaube ich, ist etwas, was uns sehr klar sein muss. Das ist das ehrgeizigste Modernisierungsprogramm, das wir in Deutschland seit vielen, vielen Jahrzehnten, wahrscheinlich seit 100 Jahren verfolgen. Und entsprechend ernst muss es auch genommen werden. Deshalb bin ich dafür, dass wir uns ganz genau vornehmen, was wir wollen. Offshore-Windkraftanlagen, Onshore-Windkraftanlagen, Solarenergie, Stromnetzausbau, Elektrolyse, alles das, was wir für die Zukunft brauchen, damit das tatsächlich auch funktioniert. Und wir haben jetzt unglaublich viele Gesetze geändert, damit das in dem Tempo geschehen kann, das dazu notwendig ist. Wir brauchen, um es ganz platt zu sagen, 5 bis 6 Onshore-Windkraftanlagen pro Tag. Auch, wenn ich es mir erlauben darf, ein paar in Bayern wäre ganz schön. Wir brauchen 40 Fußballfelder Solaranlagen pro Tag. Und wir müssen tausende Kilometer Stromleitung von Nord nach Süd ziehen. Wir haben ja heute schon die Situation, dass wir im Norden und Osten Deutschlands ohne Subventionen Strompreise bei der Produktion von 6-7 Cent hätten. Das gilt nicht für ganz Deutschland, weil es nicht gelungen ist, in dem notwendigen Tempo die Stromleitung von Nord nach Süd und von Ost nach Süd zu bauen. Das muss jetzt mit riesiger Beschleunigung nachgeholt werden und noch ein paar dazu. Und natürlich muss auch vor Ort im Südwesten der Republik genügend Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden. Denn die Zukunft, die wir industriell haben, wird da, wo heute Kohle, Gas und Öl eingesetzt worden ist, für Heizen, für die Betriebsprozesse, für Mobilität, wird in Zukunft Strom eingesetzt werden und das Gas der Zukunft, der Wasserstoff. Und das können wir nur mit diesem Tempo und mit dieser Anstrengung zustande bringen. Wir schaffen das? Wir werden es hinkriegen. Viele Menschen und ich denke gerade auch viele hier im Publikum, die fragen sich, was kann ich denn selbst tun und helfen, pathetisch gesprochen vielleicht, was ist mein Anteil daran, die Welt zu retten, die Welt im Sinne eines für uns bewohnbaren Planeten. Und Sie sagen als Politiker, wir werden den Menschen keine Lust auf Zukunft machen, wenn wir das alles als schlimme Zumutung schildern, als Katastrophe, die uns bevorsteht, als Verzichtsorgie. Ist es falsch, nach Verzichtsmöglichkeiten zu suchen? Ist das etwas, was vielleicht persönlich sympathisch ist, nachvollziehbar, auch eine Strategie, etwas tun zu können, aber politisch sinnlos? Es gibt persönlich unglaublich viele Entscheidungen, wie man sein Leben führen will. Und da ist es schon immer gut, wenn man die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Mitmenschen, den Planeten und die Zukunft der Menschheit mit berücksichtigt. Aber ich glaube, dass wir uns sehr klar machen müssen, dass die entscheidenden Dinge, die wir in Deutschland zustande... So, ich rede jetzt, wenn ich darf. Also, die entscheidenden Dinge, die wir zustande bringen müssen, sind diejenigen technologischen Innovationen und Modernisierung, die wir brauchen, weil wir sonst das Weltklima nicht retten können. Ich sage hier an dieser Stelle, die Länder in Asien, die Länder in Afrika, die Länder im Süden Amerika wollen den gleichen Wohlstand haben, den wir heute haben. Die werden sich nicht mit Zahlung davon abbringen lassen, genauso viele schöne Häuser und Wohnungen zu haben wie wir. Straßen, Eisenbahnlinien, Krankenhäuser, Universitäten, Schulen, Fabriken, alles das, was ja sogar in großen Dimensionen dort entstanden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten und was wir bis Mitte des Jahrhunderts noch an vielen Orten leben werden. Aber ganz klar, wenn die ganze Welt nur den Lebensstandard hätte, den wir 1960 oder 1970 hatten, dann wäre sie, wenn wir das so machen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben, kein lebenswerter Ort. Und darum ist unser wichtigster Beitrag,
als führende Industrienation, als Hochtechnologieland mit ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und unglaublich viel unternehmerischer Energie, dass wir diejenigen sind, die die Technologien entwickeln, in der dieser Wohlstand überall auf der Welt entstehen kann, ohne dass das Klima und die Umwelt dadurch geschädigt werden. Ja, wir haben gesehen, der Kanzler kann auch laut, er kann sogar noch lauter. Das haben wir neulich gesehen, da gab es mal den Real Scholz, der ab und zu rauskommt. Ich denke, wir... Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Bevor ich mit 40 Abgeordneten des Deutschen Bundestages wurde und dann irgendwie so gegen Ende 40 Senator in Hamburg und dann Minister und Ähnliches, habe ich eigentlich nur frei geredet, und zwar vor großen Versammlungen, und mich da auch durchsetzen gelernt. Das haben nur einige vergessen, dass das auch zu meinem Leben gehört. Ja, gut, dass Sie es ab und zu in Erinnerung bringen. Ich denke, wir beenden jetzt hier unser Gespräch zu zweit, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre Fragen an den Bundeskanzler zu stellen und ins Gespräch mit ihm zu kommen. Melek und Jonathan, was habt ihr denn für Fragen für uns bekommen? Ja, zunächst müssen wir sagen, dass wir, liebe Teilnehmende, wirklich sehr begeistert sind und gleichzeitig herausgefordert durch die Anzahl an klugen Beiträgen und sehr differenzierten, komplexen Fragen, die ihr gebracht habt. Und wir würden uns deshalb erlauben, die Fragen, die wir hier finden, in immer wiederkehrende Themen zu bündeln und vielleicht beispielhaft dann auch Fragen direkt zu stellen. Und letztlich möchten wir beginnen, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, dass wir immer wieder zu einem Thema, was jetzt noch nicht behandelt wurde, nämlich Kritik am aktuellen Asylkompromiss der EU lesen. Und das Statement hier ist häufig, dass man den Eindruck hat, dass weiterhin Menschen im Mittelmeer ertrinken, weil die Seenotrettung fehlt auf der einen Seite und gleichzeitig haftähnliche Unterbringungsverhältnisse für Menschen, Familien mit Kindern beschlossen wurden. Wir fragen uns eben in diesem Zusammenhang, wenn wir die Fragen des Publikums lesen, was hat das noch mit dem humanitären Versprechen und den Ansprüchen der EU zu tun? Ich bin sehr froh, dass die Frage gestellt worden ist, weil die ja viele bewegt, und deshalb will ich darauf auch für mich eine sehr klare Antwort geben. Deutschland ist, was nicht jeder für sich selbst so wahrgenommen hat, aber wahrscheinlich eines der Länder mit der höchsten Einwanderung in den letzten Jahrzehnten im Vergleich zu vielen anderen. Etwa 25% unserer Bevölkerung hat einen Zuwanderungshintergrund, und das auch nur, wenn man so zählt, wie wir Deutschen zählen, nämlich gezählt ab 1950 und nach der Methode, man selbst oder ein Elternteil ist zugewandert aus einem anderen Land. Würden wir so zählen wie die Amerikaner, Fourth Generation Greek American oder sowas, wären es wahrscheinlich ganz andere Zahlen. Daran sieht man, unser Land braucht Zuwanderung und hat es auch geschafft, in den letzten Jahren sehr ordentlich davon zu profitieren. Denn ein großer Teil des wirtschaftlichen Aufschwungs der letzten 10, 20 Jahre ist durch die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union einen großen Teil der Zuwanderung möglich geworden. Und deshalb haben alle Statistiken nicht gestimmt, die uns einige zur Sicherheit der Renten, zur Zukunft des Arbeitsmarktes vorhergesagt haben. Wir sind heute mehr, 84 Millionen Einwohner. Wir haben so viele Beschäftigte wie noch nie, 45 Millionen. Und wir haben trotzdem einen Mangel an Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt. Weswegen wir für die Zukunft auch weitere Fachkräfte brauchen. Wir machen gerade ein ganz modernes Fachkräfteeinwanderungsgesetz, damit wir in der Lage sind, bis Anfang der 30er Jahre, wo jetzt die ganzen Babyboomer in Rente gehen, die 6 Millionen Arbeitskräfte zu bekommen, die wir brauchen, damit das mit den Renten, dem sozialen Sicherungssystem und unserem Wohlstand weiter klappt. Gleichzeitig ändern wir etwas, das in Deutschland in den 50er, 60er Jahren schiefgelaufen ist. Wer in die USA ausgewandert ist in der Vergangenheit, der hatte immer ein Ziel, eine Arbeitserlaubnis, so schnell wie möglich, und die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und wir hatten ein sehr restriktives Staatsangehörigkeitsrecht,
das die Idee verfolgt hat, alle gehen ja wieder, was, wie man gesehen hat, gar nicht der Fall ist. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es der dringendste Wunsch von Leuten, die nach Deutschland kommen, ist, dass sie auch neben der Möglichkeit, arbeiten zu können oder zu studieren, sehr, sehr schnell das Ziel erreichen, deutsche Staatsbürger zu werden. Diese Modernisierung bringen wir jetzt auch zustande. Gleichzeitig haben wir im letzten Herbst-Winter Gesetze verändert, indem wir denjenigen, die als Asylbewerber hergekommen sind, aber nicht erfolgreich waren mit ihrem Anliegen, aber trotzdem hier noch sind und gut integriert sind, mit einem Chancenaufenthaltsrecht die Möglichkeit zu geben, ihre reale Integration in einen besseren Aufenthaltsstatus zu verwandeln, mit Arbeitsmöglichkeiten und anderem, was sie dann für sich realisieren. Das findet gerade statt. Und gleichzeitig ist Deutschland ein Land, das auch immer offen ist für Flüchtlinge. Wir haben gegenwärtig die allermeisten Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Das sind 1 Million, die bei uns registriert sind. Das ist die höchste Zahl gegenwärtig unter allen europäischen Ländern. Und sehr viele sind auch von vielen, die hier versammelt sind, zu Hause aufgenommen worden. Es hat eine große Solidarität in Deutschland gegeben. Wir haben außerdem etwa 240.000 Asylantragsteller im letzten Jahr in Deutschland gehabt, noch zusätzlich zu dieser 1 Million. Und viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, viele sagen, das wird jetzt sehr, sehr schwer. Trotzdem organisieren wir die notwendige Solidarität. Aber es muss ganz klar sein, von diesen Asylantragstellern und Antragstellerinnen, den Geflüchteten, kann bleiben, wer dazu gute Gründe hat. Und deshalb brauchen wir Verfahren, die schnell, zügig und effizient sind. Deshalb brauchen wir die 100%ige Digitalisierung der Ausländerbehörden, genügend Verwaltungsgerichte, damit die Verfahren, wenn man klagt, nicht länger als 6 Monate dauern, was nicht überall in Deutschland der Fall ist. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass in Europa Solidarität herrscht. Denn das ist doch die Krux. Wir haben ein Europa mit 450 Millionen Einwohnern. Deutschland ist ein Land ohne Außengrenze. Und trotzdem sind die meisten Asylantragsteller in Deutschland. 80% von denen, die das gemacht haben, waren vorher nicht registriert. Sind also in anderen Ländern Europas gewesen, ohne dass sie irgendwie dort registriert, festgestellt worden sind, einen Antrag gestellt haben. Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat. Deutschland muss einen großen Strand am Mittelmeer haben, denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland an, als in den Mittelmeeranrainerländern im Einzelnen. Und das ist... Das ist ein Hinweis darauf, dass wir es endlich hinkriegen müssen, ein solidarisches System, ein solidarisches Vorgehen in Europa zu etablieren. Immer wenn als die Flüchtlinge einst kamen über Spanien, Portugal, Malta, über Griechenland, über Italien, haben viele Länder, auch Deutschland, vor vielen Jahren gesagt, ist euer Problem. Als dann die Flüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland und Österreich und Skandinavien in den Niederlanden kamen, haben andere gesagt, ist euer Problem. Als jetzt viele kamen mit den russischen Versuchen, über Flüge über Moskau Flüchtlinge in Richtung Europa zu leiten, in Polen und im Baltikum, haben auch noch manche gesagt, ist euer Problem. Und ich finde, wir müssen dieses mit dem Finger auf andere zeigen und sich unzuständig fühlen, aufheben. Deshalb ist die Verabredung... Deshalb ist die Verabredung, dass wir einen Solidaritätsmechanismus etablieren, in dem wir Flüchtlinge, die in Italien angekommen sind und die Niederländer auch und die Skandinavier auch und andere, übernehmen, dafür aber dort alle registriert werden und die Verfahren, die schnell durchgeführt werden können, auch vor Ort durchgeführt werden. Und ich finde, das ist der Mechanismus, um den es geht. Es geht um Solidarität. Und aus meiner Sicht ist diese Solidarität unter den Staaten die gemeinsame Verantwortung, ein faireres Asylsystem als das heutige, das nicht gut ist für diejenigen, die die Fluchtrouten wählen, weil es für sie nicht gut endet und nicht gut ist für alle Länder, die daran beteiligt sind.
Jetzt haben Sie sehr lange geantwortet. Ich ahne aber trotzdem, dass diejenigen, die kritisch fragen wollten, vielleicht nicht 100% glücklich sind. Und deswegen helfe ich mal den Anwälten des Publikums und mache mich auch noch mal zur Anwältin. Sie haben mal gesagt, auch in mir wohnen ein Gesinnungsethiker und ein Verantwortungsethiker. Und die reden den ganzen Tag miteinander, 24 Stunden. Was sagt denn bezogen auf dieses Thema der Gesinnungsethiker in Ihnen? Und bitte einmal, lassen Sie einmal den Real Scholz noch mal raus an der Stelle vielleicht. Der Gesinnungsethiker stellt sich jeden Tag die Frage, was schulden wir einander als Menschen? Das ist eine tief philosophische und auch religiöse Frage, die wir jeden Tag uns beantworten müssen. Die Antwort ist aber mit der Frage nicht gegeben, das muss man dazu sagen. Sondern wir müssen dann tun, was wir richtigerweise tun können. Und dazu gehört selbstverständlich der Schutz des Asylrechts für diejenigen, die vor politischer Verfolgung, vor anderer Verfolgung fliehen müssen, die Sicherheit suchen, weil sie da, wo sie herkommen, nicht sicher leben können. Und das werden wir und müssen wir auch gewährleisten. Und das sagt mir der Gesinnungsethiker. Verantwortungsethisch, und das ist die Frage, so muss sie auch beantwortet werden, was schulden wir einander als Menschen? Verantwortungsethisch ist aber klar, dass wir nicht alles machen können, dass wir Regeln brauchen, mit denen wir vorgehen. Und zu diesen Regeln gehört selbstverständlich, dass wir Verfahren etablieren, in denen wir prüfen, kann jemand bleiben, weil er Schutzgründe hat oder nicht. Und dass wir jemanden, der diese Schutzgründe nicht vorbringen kann, auch sagen müssen, du musst wieder zurückgehen. Das ist etwas, was wir fertigbringen müssen, um das Asylrecht zu schützen. Vielen Dank. Ich nehme an, es gibt weitere Fragen. Jonathan Melek, was wollen die Leute wissen? Ja, tatsächlich bekommen wir ganz, ganz, ganz viele Fragen eingeschickt. Die Beteiligung ist enorm. Vielen Dank dafür. Eine Frage, die hier noch nicht zu Wort gekommen ist oder ein Komplex, den wir hier auch einbringen möchten, ist zum Thema AfD. Die AfD scheint in unsicheren Zeiten einfache Antworten auf ganz komplexe Fragen zu liefern. Damit hat sie ihre Werte seit der letzten Bundestagswahl fast verdoppelt. Wo sehen Sie da Ihren eigenen Anteil und was muss getan werden, um diesen gefährlichen Trend zu stoppen? Die AfD ist eine Partei, die die falsche Behauptung aufbringt, früher war alles besser, und die gleichzeitig schlechte Laune mit den Umständen, unter denen wir leben, am Leben erhält und von ihr lebt und auch davon, dass der Zusammenhalt, dass alle mit ihrer Unterschiedlichkeit in der gemeinsamen Welt gut zurechtkommen müssen, das in Frage stellt. Sowas gelingt nur, wenn zwei Dinge nicht gewährleistet sind. Und um die ringen wir ja gerade. Die eine ist, die Zukunft ist nicht sicher. In dem Sinne, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, sie sind dabei in der Welt von morgen. Ob ich nun im Lebensmittelsupermarkt als Verkäuferin arbeite, bei Amazon im Lager, ob ich in einer Fabrik tätig bin, ob ich hier Hochschullehrerin bin oder Handwerker, alles das sind Lebenssituationen, aus denen heraus sich Menschen die Frage stellen, wie wird das für mich, meinesgleichen, in 10, 20 und 30 Jahren sein. Und ganz offensichtlich leben wir in einer Zeit großer Umbrüche, über ein paar haben wir schon gesprochen. Und die Frage, geht das gut aus, die bewegt viele Bürgerinnen und Bürger. Darum plädiere ich dafür, dass wir das, was wir jetzt machen, wenn wir zum Beispiel über Klimawandel und wie wir ihn aufhalten reden, als eine gute Geschichte für die Zukunft verstehen, als Verbesserung unserer Lebensverhältnisse und dass wir auch allen sagen können, es gibt für dich und für euch in dieser Welt gute Arbeitsplätze, eine gute Zukunft und ein glückliches Leben. Das gilt auch, wenn wir die Veränderung der Welt betrachten. Denn jetzt passiert ja gerade, wonach wir uns alle immer gesehnt haben, dass es einen großen wirtschaftlichen Aufschwung im globalen Süden gibt. Viele Länder werden wichtig und mächtig werden. Indonesien, das neulich bei der Hannover-Messe war, hat 240 Millionen Einwohner. Nigeria wird irgendwann 500 Millionen Einwohner haben. Und das alles im Kopf haben, denken natürlich manche, ist in der Welt für das, was ich mache, noch ein Platz? Wird sowas noch in Deutschland als Arbeit vorhanden sein? Wird es gut bezahlt sein? Und wenn wir, indem wir eine Zukunft
Vorstellung haben, an die man glauben kann, über wie das geht, wirtschaftlich, technologisch, auch im Hinblick auf den Klimawandel, dass wir vielleicht als Volkswirtschaft nicht absolut an den Stellen stehen, wo wir heute stehen, aber dass pro Kopf wir vorne dabei sind. Wenn wir das gewährleisten können, dann glaube ich, ist die Chance für solche Parteien kleiner. Und der zweite Teil, der mir ganz wichtig ist, ist, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Gesellschaft zusammenhält, dass Respekt herrscht. Und dieser Respekt bedeutet im Übrigen auch, dass wir uns in unserer Unterschiedlichkeit mögen. Dass es nicht den Städtern vorkommt, als könne man in ländlichen Regionen nicht gut leben. Dass wir nicht doof finden, wenn Leute danach streben, ein Familienhaus zu haben, um das sie rumgehen können. Wenn wir sagen, es gibt unterschiedliche Familienkonzepte, Zusammenlebenskonzepte. Wobei ich ausdrücklich sage, das gilt in jeder Hinsicht. Es gilt in die eine wie in die andere Richtung. Das Ressentiment, das sollte uns nicht begleiten. Und das Beste ist, um das auch klar zu sagen, weil jetzt das ja immer so stark gemacht wird, wie sprechen wir, wenn wir da auch mehr Gelassenheit haben. Ich spreche immer von Frauen und Männern, andere sprechen von ArbeiterInnen. Und dann begegnet mir eine Bauunternehmerin in Cottbus und sagt, ich bin Maurer. Und ich finde, wir passen alle perfekt zusammen. Darf ich Sie in der von Herrn de Maizière quasi versprochenen und auch eingeforderten, freundlichen, aber hartnäckigen Weise daran erinnern, dass die Frage war, was ist Ihr Anteil daran? Die Frage ist, die Antwort darauf ist ganz klar, wir tragen dazu bei, dass es eine Alternative gibt zu der Hinwendung von Leuten, zu rechtspopulistischen Parteien, weil sie nicht auf die Zukunft glauben, weil sie nicht an den Zusammenhalt und Respekt unserer Gesellschaft glauben. Deshalb haben wir sehr ganz konkret schon in dieser Legislaturperiode den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht. Wir haben dafür gesorgt, dass diejenigen, die wenig verdienen, nämlich nur zu Mindestlohnbedingungen arbeiten, bis zu 50 Euro pro Monat weniger Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. Wir haben das Wohngeld erhöht, das Kindergeld für das erste, zweite und dritte Kind ganz massiv einen Kinderzuschuss. Wir sorgen dafür, dass insgesamt das mit den Löhnen vorankommt, haben vieles getan, damit Zusammenhalt und Respekt unsere Gesellschaft begleiten können. Und deshalb sage ich, wer glaubt, dass das hier so einfach so passiert und dass man das auf das ein oder andere Ereignis zurückführen kann, der irrt sich. Der soll sich mal umgucken. Und ich habe mich schon lange umgeguckt. In Norwegen. Ein Land, bei dem viele sagen würden, gibt es da überhaupt Probleme? Die haben ja auch noch unglaublicherweise keine Staatsschulden und einen riesigen Staatsfonds mit den Öl- und Gasverkäufen aufgebaut. Ein super Sozialstaat. Da gibt es seit 40 Jahren eine rechtspopulistische Partei. In Dänemark gibt es die auch schon so lange. In Schweden und Finnland jetzt. Vier Länder, wo der Rest der Welt sagen würde, Paradies, gibt es da überhaupt Probleme? Die Niederlande, Österreich, Deutschland, überall. Und deshalb sage ich, in den entwickelten Ländern des Westens, in Westeuropa, in Nordamerika, wird es uns nur gelingen, gegen Trumpismus, Brexiteers und rechten Populismus in Europa vorzugehen, wenn wir Zukunft, Respekt und Zusammenhalt zu unserem Thema machen. Melek Jonathan, ihr merkt, der Bundeskanzler ist auch Anwalt und er ist nicht so leicht zu packen zu kriegen. Vielleicht haben wir noch eine Frage, sonst dann müssen wir leider schon zum Schluss kommen langsam. Ja, vielleicht noch einen Kommentar. Und zwar wurde häufig bei den Teilnehmenden geäußert, dass sie vor allem Haltungen beschreiben und ihre Politik zu wenig erklären. Und das könnte man jetzt auf viele Themenkomplexe münzen, aber ich würde gerne nochmal zum Beginn, nämlich dem Thema des Kriegs Russland gegen die Ukraine zurückkommen. Und da wurde die Frage aufgeworfen, wenn Sie nur Haltungen beschreiben, wenn Sie sozusagen die Politik zu wenig erklären, wie sollen wir uns dann einen Eindruck davon machen können, eine Vorstellung davon zu haben, wie es weitergehen kann, wenn der verbrecherische Krieg endlich enden wird?
akzeptiere die Beschreibung nicht, aber ich weiß, in welchen Zeiten wir leben. Es kann Zeiten leben, da kann man 12 Stunden erklären. Und trotzdem sind die Zeiten so unruhig, dass die Leute sagen, ich brauche eine Erklärung. Und das ist auch ganz normal, weil das einfach so viele Unruhe gibt. Und dann ist das ja alles auch sehr medial vermittelt. Wenn ich irgendwo eine Rede von einer Stunde halte, eine halbe Stunde, wenn ich mich am Fragenprogramm wie hier stelle, auch 1, 2, 3 Stunden, das mache ich sehr oft, mit vielen Fragen kreuz und quer aus dem Publikum, dann ist es ja nicht so, dass alle gleichzeitig dazuhören und das mitmachen. Aber es kann mir passieren, zum Beispiel, wenn wir den Ukraine-Krieg nehmen, dass bei allen Befragungen, die ich in den von mir so geschätzten Medien hatte, die einzige Frage, die sie immer hatten, wann liefern sie welche Waffe als nächstes? Das hat sich ein bisschen beruhigt, aber da musste ich erst mal durch. Heute haben wir leider keine 2 Stunden, sondern wir müssen langsam schon zum Ende kommen. Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie an einem sonnigen Samstagvormittag hier zu uns gekommen sind, um zuzuhören und mit uns zu reden. Herzlichen Dank Melek Henze, Jonathan Hunger, unseren beiden Anwälten. Vielleicht nochmal einen Applaus für die beiden. Und ganz herzlichen Dank auch an Gloria Blau. Das ist eine junge Künstlerin aus Berlin, die wir am Anfang schon mal gehört haben, die ihre Lieder selber schreibt übrigens und die auch gleich noch mal zu hören sein wird. Und natürlich ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Bundeskanzler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier uns Ihre Politik zu erklären. Applaus